Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Sieht so aus, als kämen wir... Das war eindeutig er. Dieser Hund. Prinzessin. Ariarchos, seid ihr in Ordnung? Ihr kommt zu spät. Er hat es fast geschafft. Habt ihr noch meinen Dolch? Er hängt an meinem Gürtel. Wir hatten versucht, ihn zu weihen. Aber es war, als hätten die Götter sich geweigert, es zu tun. Als hätten sie sich von euch abgewandt. So weit ist es also schon gekommen. Jetzt strafen mich auch noch die Götter mit ihrer Missachtung. Damit bleiben mir wohl nur noch meine Zauber. Prinzessin? Was ist? Ich fürchte, die geballte Präsenz des Prinzen und der Kristalle erschwert mir jede Art von magischer Einflussnahme. Ihr müsstet schon ganz nah an ihn heran und ihn berühren, wolltet ihr ihn verzaubern. Erst die Götter und jetzt das. Dann muss es eben so gehen. Ihr wollt nicht allen Ernstes nur mit einem Dolch bewaffnet in die Schlacht ziehen. Als wäre es je anders gewesen. Gerade hatte ich noch Schwerter, jetzt nur noch Steine. Was macht er da? Er versucht mit der Macht der Kristalle die Erinnerungen aus der Maske auszulesen. So wie ich deine Zauber beherrsche, wenn ich die Maske trage, will er auch die Magie des Zeitdschinns lernen. Wie viel ihr auf einmal von diesen Dingen versteht, Prinzessin? Ich bin schon seit Tagen auf dieser Festung. Ich hatte genug Zeit, seinen Plan herauszufinden. Sie sind alle tot. Kasim hat sie umgebracht. Er trägt noch sein Zepter bei sich. Sie sind alle tot. Er hat nichts mehr außer seinem Gürtel. Haltet durch. Ich werde diesem Spuk ein Ende bereiten. Gebt auf. Er ist euch weit überlegen. Nein, ich werde ihm alles entgegenhalten, was ich in die Finger bekomme. Er hat mich lange genug gedemütigt. Der Geweihte des Totengottes hat seinen Meister gefunden. Er trägt einen Federkiel bei sich. Kein Ersatz für ein Schwert. Aber was habe ich für eine andere Wahl? Ihr seid schlau, Herrin. So kann der Kristall nun nicht mehr nach oben schweben. Ich bin auf der falschen Ebene. Auf der Brücke befindet sich ein Schwebekristall. Sie führt in das Innere der Schwebetürme. Sie ist verschlossen. Au! Wer wagt es? Na, wer wohl? Satya? Du lebst? So leicht wirst du mich nicht los. Ach, Mädchen, lass mich doch einfach in Ruhe. Sie zu, wie ich mir diese Kammer ein für alle Mal unterwerfe. Prinzessin, ich habe noch etwas.
Ihr könnt ihn nicht verwunden, solange er den magischen Schild um sich herum trägt. Dessen Macht speist sich aus dem Hauptkristall und den 5 kleinen Schwebekristallen in den Türmen. Was, wenn ich die Kristalle ausschalte? Dann wird auch er schwächer und sein Schild kleiner. Nehmt diesen Schlüssel zum linken Schwebeturm, aber beeilt euch. Er wird von Moment zu Moment mächtiger. Ich danke euch. Es ist eine Karte der Türme. Wir befinden uns in der unteren Kammer des linken Turms. Die Göttin der Heilkunst, Perraine, selbst sie hat mich im Stich gelassen. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde das Land heilen, als ihr es nicht mehr konntet. Neben der Treppe hängt eine Halterung für eine Fackel. Nichts geschieht. Eine Rüstung neben einer Göttin. Dieser Ort ist Festung und Tempel in einem. Es ist keine echte Rüstung, nur eine Nachbildung. Kasim hat seine Arme bis hierher ausgestreckt. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Eine Karte der Tür. In jedem Raum steht eine Rüstung. Die Waffe ist fest mit der Rüstung verbunden. Ich schätze, ich muss mit dem auskommen, was ich habe. Die Göttin des ehrenwerten Kampfes, Rondra. Was wohl aus der jungen Amazone im Raschulsweil geworden ist. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde kämpfen, wie noch kein Mensch je gekämpft hat. Berührt ihn und ich lasse ihn erlöschen, bevor die Arme ihn leer getrunken haben. Was ist geschehen? Ich habe dem Stein seine Kraft geraubt. Dabei muss der Turm nach unten gesackt sein. Geht nach draußen und seht nach. Keine dieser Rüstungen ist echt. Der mittlere Turm ist voll von der Plage. Das ist es nicht, was sie wollen. Der Turm ist nun wieder oben. Berührt ihn und ich werde... Sie sind unruhig und halten den Schwebelkristall fest in ihrer Mitte. Besser, ihr kommt ihnen nicht zu nahe. Hesinde, die Göttin der Wissenschaft und der Kunst. Auf ihre Gunst kann ich ohnehin verzichten. Ich werde es euch allen zeigen. Wenn wegen eurer Missgunst die Dämonen siegen, wird auch das Reich der Gebildeten und Schönen auf ewig zerfallen. Keine dieser Rüstungen. Was stehst du hier? Geh raus und kämpfe. Ich komme nicht nah genug heran. Kasims Arme sind ekelerregend unruhig. Wenn es anders nicht geht...